Hallo Leute, heute zeige ich euch ein kleines Bauvideo. Und zwar habe ich hier, man sieht es da wunderschön an den Bauschaumwürsten, habe ich hier ein Fenster eingesetzt, bodentief. Das gleiche habe ich hier gemacht, da war nichts, aber haben wir ein Loch in der Wand gemacht. Und hier war ein Fenster drin. Dann habe ich bodentief gestemmt, aufgestemmt und habe hier ein Fenster eingesetzt. So, darum geht es jetzt aber ja nicht. In diesem Raum mache ich nämlich heute diese eine Wand. Die sieht ja echt beschissen aus. Die habe ich gestern schon mal grundiert. Man mag es kaum glauben, dieses kleine Gefängnis hier soll mal unser Schlafzimmer werden. Und ich probiere es heute mal mit diesem wunderschönen Putzmörtel. Meine kleine Tochter wuselt hier rum, ist die Einzige, die hier mit ist. Da habe ich mal ein Bild von diesem einen Raum hier. Wir machen der ist nicht knapp 3 Meter auf, knapp 3 Meter. Aber es sieht halt echt schön aus. Da ist meine Laterne. Ja, episch. Und da ist das Kackerohr. Ja. Ja, dann fange ich mal an. Mal gucken, wie es wird. Ich probiere erstmal diese eine Wand. Wie gesagt, ich mache es mal klein, klein. Einfach nur mal mit dieser einen Wand erstmal versuchen. Ja, und dann schaue ich mal, wie es weitergeht. So, haben wir ein bisschen rausgezoomt. Ist ein bisschen besser. Der Raum ist wirklich klein. Hast aber die Wand gefunden. Schön, hast du das gemacht. Ganz toll. Das ist eine Zwergentür auch hier, das ganze Haus, das ist Abriss eigentlich gewesen. Und jetzt fangen wir einfach an, grob russisch, und probieren mal, wie es funktioniert. Ja? Ja. Hallo, Ona. Morgen. Was hast du da? Ein Blatt? Toll. Zeig mal. Ja, zeig dir gleich. Ja, so viel dazu. Gut, den Rest schauen wir uns dann gleich nochmal an, wenn ich mal angefangen habe. Wie gesagt, fundiert ist es schon mit Tiefengrund. Sonst bröselt hier alles auseinander. Alles Lockere ist ab. Und dann fange ich mal an. Bis gleich.